Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute wollen wir nicht Exceptions fangen, sondern selber welche werfen. Das heißt, wir werfen einfach jetzt ab sofort mit Exceptions um uns und jedes Mal, wenn wir irgendwas noch nicht implementiert haben, werfen wir eine Exception. Nein, Vorsicht. Das nennt sich zwar Exception-Driven Programming oder wie man es auch wirklich nennt, aber ich selber bin da nicht so richtig ein Freund davon, denn das Einzige, was dann im Endeffekt passiert ist, ihr werft mit Exceptions frei um euch rum und habt dann am Ende einfach nur überall dieses Try-Catch rumfahren und wisst aber trotzdem nicht, was ihr damit anfangen sollt. Das heißt, ihr habt einfach so viele Exceptions und die relativ wahrscheinlich gehen die einfach unter. Und das bedeutet, wenn ihr eine Exception werft, dann sollte es auch irgendwie eine Aussage treffen und es sollte nicht nachher jedes Mal eine Exception geworfen werden, denn ansonsten habt ihr irgendwie, wenn ihr jede Exception loggt, also irgendwo zwischenspeichert oder in eine externe Datei reinschreibt, in eine Logdatei im Endeffekt, dann habt ihr am Ende so eine volle Logdatei, dass ihr euch da nicht durchwühlen werdet und auch nicht durchwühlen wollt oder könnt, zeitlich gesehen. Und dann habt ihr einfach so viele Exceptions da rumfahren, dass ihr einfach, keine mehr habt, denn ihr wollt sie nicht alle durchlesen. Die wichtigen gehen dann eben verloren. Deswegen, meine Devise ist eigentlich, man sollte Exceptions nur werfen, wenn man auch wirklich eine Exception werfen möchte. Das heißt, irgendwas ist passiert, was nicht hätte passieren sollen. Also zum Beispiel, kleines Beispiel, was man jetzt machen könnte. Wir haben eine Funktion, Function, gibt nichts zurück, void, und die arbeitet irgendwie auf einem Array. Meine Funktion. So, die arbeitet irgendwie auf einem Array. Aus Integern von mir aus, ja, genau. So, und was die jetzt machen soll, ist, sie soll zum Beispiel das erste Element zurückgeben. Und, also das nennt sich dann auch wirklich Pop, das gibt's tatsächlich, das erste Element zurückgeben und danach das Array ohne das erste Element wieder zurückgeben. Also quasi ein Element abspalten und das Array als neues Array ohne dieses erste Element benutzen. Das ist tatsächlich eine häufige Funktion, aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn man auch wirklich das erste Element besitzt. Das heißt, man hat nur die Möglichkeit, diese Funktion auszuführen, wenn auch wirklich hier ein Element mindestens drin ist. Man kann ja zwar ein leeres Array zurückgeben, aber wenn man schon ein leeres Array bekommt, dann hat man ein Problem. So, und was ich jetzt natürlich hier machen kann, ist, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich dann auch einfach ein False zurückgeben, wenn es nicht funktioniert, aber dann habe ich wieder das Problem, okay, wie gebe ich dann auch wirklich meinen Wert zurück? Das funktioniert mit statisch typisierten Sprachen zum Beispiel nicht. Also wenn ich jetzt hier einmal Return False zurückgebe, wenn mein Array zu kurz ist, und einmal gebe ich das erstes Element zurück. Achtung, der Code ist logischerweise nicht vollständig. Da fehlen auch Ifs und alles. Einmal gebe ich mein erstes Element zurück, wenn es funktioniert hat. Das funktioniert natürlich nicht, denn hier habe ich komplett unterschiedliche Typen. Hier habe ich einen Integer und hier habe ich einen Boolean. Das heißt, so können wir das schon mal nicht machen. Und was man dann normalerweise macht, ist eben, man schmeißt einen Fehler. Zum Beispiel eben einen Value Error. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, was wir jetzt hier machen, wenn mein Array, die Länge davon gleich 0 ist, dann schmeißen wir, einen Value Error. Und das machen wir mit Throw oder zum Beispiel Raise. Oder es gibt unterschiedliche Ausdrücke. Also es ist immer ein spezielles Wort, mit dem ihr eine neue Exception werft. Das muss tatsächlich in der Sprache verankert sein, dass ihr so ein Wort habt. Wir werden jetzt hier einfach Throw benutzen, weil ich immer schön sagen kann, mit Exceptions um euch schmeißen. Und wir wollen einen Value Error, schmeißen, und das wäre dann zum Beispiel Fehler, Array ist leer. So, und jetzt sehen wir aber schon ein weiteres wichtiges Element von Exception werfen. Da sollte man nämlich möglichst einen sehr, sehr spezifischen Fehler werfen. Das heißt, man sollte nicht einfach eine Exception werfen, das geht natürlich auch. Ach, komm schon. Exception. Das geht natürlich auch. Ich kann auch hier einfach eine Exception werfen, aber die ist einfach nicht so aussagekräftig und wird auch oftmals nicht gefangen. Das heißt, man sollte immer möglichst gut definiert zurückgeben, was man auch wirklich werfen möchte. Und da ist einfach eine Exception völlig ungeeignet davon. Wie gesagt, Exception ist normalerweise die Oberklasse von allen möglichen Fehlern. Das bedeutet, ihr solltet hier so spezifisch wie möglich werden. Und in unserem Fall wäre das dann eben ein Value Error. Und für ganz, ganz komische Fälle, wo ihr tatsächlich
nicht die Möglichkeit habt, oder es passt einfach keiner dieser Errors, die ihr kennt oder die ihr sucht, dann müsstet ihr tatsächlich hier einen eigenen Fehler erstellen. Das machen wir aber wahrscheinlich im nächsten Video. Oder vielleicht sogar noch heute. So, und manche Programmiersprachen verlangen jetzt von euch, dass ihr auch wirklich angebt in der Funktion, dass diese Funktion Fehler werfen kann. Das heißt, froze und dann value error, falls ihr value error haben wollt. Also nur als Beispiel jetzt. Das würde man dann hier tatsächlich nochmal extern angeben, dass hier ein Fehler bei rauskommen kann. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles hierzu. Wie gesagt, jetzt machen wir noch, ja, ganz kurz machen wir noch eigene Fehler erstellen. Das ist auch wirklich nicht schwer. Jetzt, wo ihr Exceptions kennt und wo ihr Vererbung und alles kennt, dann ist das eigentlich nicht so schwer. Class, mein Fehler ist sozusagen unsere eigene Fehlerklasse dann am Ende. Und dann haben wir hier Extends, Exception. Oder von mir aus könnt ihr natürlich auch Extends Value Error oder sowas machen. Aber wir nehmen jetzt hier einfach mal eine Exception. Also je spezifischer ihr werdet, desto besser ist es eigentlich. So, und, Quatsch, die wollte ich. Ja, und viel mehr Magie ist es eigentlich auch nicht. Ihr müsst jetzt hier normalerweise auch einfach nur einen Konstruktor angeben. Public mein Fehler. Und der nimmt normalerweise auch eine String Message. Also ihr habt ja hier gesehen, wir wollen ja hier einen Fehler mit einer Nachricht übergeben. Das heißt, wir sagen hier einfach String Message. Und jetzt können wir hier einfach hergehen und sagen super, Achtung, super bezeichnet hier wieder die Überklasse, das heißt, wir rufen den Überklassenkonstruktor auf, also den Konstruktor von Exception und sagen hier, okay, wir wollen einfach den Konstruktor von Exception mit unserer Nachricht aufrufen. Das ist tatsächlich schon alles und jetzt habt ihr eure eigene Fehlerklasse, die einfach nur durch den Namen dieser Fehlerklasse spezifischer ist und mehr Informationen für euch bereithält. Natürlich könnte ich ja auch nochmal irgendwie spezielle Methoden oder irgendwelche anderen Variablen oder sowas machen, die dann euren Fehler noch irgendwie aufblustern und irgendwelche zusätzlichen Ideen geben. Das macht in manchen Fällen tatsächlich Sinn. In anderen, wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, macht das keinen Sinn. Und den könnt ihr jetzt ganz normal als Wert sozusagen werfen. Oh, ich habe hier new vergessen, sorry. Throw new value error normalerweise. Und jetzt können wir hier einfach sagen, throw new mein Fehler. Throw new mein Fehler. Und wir werfen jetzt eben einen neuen Fehler, der nur von uns definiert ist. Und dann müsst ihr eben sozusagen für euch definieren oder in der Dokumentation, zu der werden wir noch kommen, allerdings nicht hier, sondern in einer anderen Playlist, dieser Dokumentation müsst ihr dann eben sagen, okay, mein Fehler steht für das und das und der macht das und das, wird dann geworfen und so weiter und so fort. Okay, das sozusagen als kleine Einführung für Exceptions und ja, das werdet ihr wahrscheinlich relativ häufig noch mitbekommen und relativ häufig auch am eigenen Leib erfahren, wie furchtbar Exceptions sein können. Okay, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.